Philipp Schümann. Philipp, du bist mit 35 Toren Top-Torschütze des Hamburger Amateurfußballs. Der Bomber Hamburg sitzt hier bei ActiveTV auf der Couch. Du hast sogar mehr Tore geschossen als Torjäger der ersten und zweiten Bundesliga. Robert Lewandowski ist da auch weit vorn, also 10 mehr jetzt mittlerweile. Ja. Du machst jede Saison so viele Tore, richtig? Ja, bestimmt. Und wo kommt dieses Torjäger-Gen her bei dir? Wie kannst du das erklären? Also, ja, so selber weiß ich das eigentlich nicht so genau. Also, ich bin halt ziemlich schnell. Hab einen guten Schuss und ja, eine halbwegs vernünftige Technik. Und wenn ich dann vor dem Tor angespielt werde, dann klingelt das auch meistens. Du trinkst auch immer so ein Glückswasser vom Spiel, ne? Ja, das stimmt. Erklär mal unseren Zuschauern, was liegt vielleicht daran, so ein kleines Ritual, was du dann hast? Ja, also das ist seit ein paar Wochen. Ich glaube, wir haben seitdem auch noch nicht verloren. Da fahre ich meistens mit dem Kumpel dann immer Samstag zu Edeka oder Rewe und besorgen uns dann da irgendwelche komischen Wasserflaschen, die wir sonst noch nie gesehen haben. Und ja, trinken die dann vor dem Spiel und das ist so unser kleiner, ja, Heißmacher, sag ich mal. Heidgraben ist Tabellenerster der Kreisliga 8, 53 Punkte habt ihr, 4 Punkte zum zweiten Platz. Ja, also so ein kleiner Dorfverein, der jetzt ganz oben steht. Am Wochenende habt ihr jetzt wieder gewonnen, ja. 2-1, dann Spiel gedreht allerdings gegen den Tabellenvierten SV Lied. Wer hat die Tore gemacht? Ja, zweimal ich. Ja, wer sonst auch in der Mannschaft? Doppelpack, Schümann, das Tor Nummer 34 und 35. Wir sehen jetzt auch hier ein Foto von Facebook. Da seid ihr mit der kompletten Mannschaft in der Kabine und der Bierbund in der Hand. Deswegen bist du wahrscheinlich auch ein bisschen heiser jetzt, ne? Hat ein bisschen gefeiert. Ja, also es gab natürlich noch ein kühles Getränk nach dem Spiel und ja, ein bisschen gefeiert haben wir noch. Saßen, glaube ich, noch bis 12 Uhr in der Kabine und ja, war ganz lustig. Ja, es läuft auf jeden Fall bei euch und die Aufstiegsambitionen, die kann man jetzt 5 Spieltage vor Schluss auch nicht mehr leugnen. Ja, also viele reden eigentlich in Heidgraben nicht so vom Aufstieg. Ich sag mal, also wir haben jetzt ja noch 4 Spiele. Unser Ziel ist, dass wir halt alle gewinnen und dann ja, wollen wir am Ende mal gucken, wo wir dann stehen. Und wenn wir dann Erster sind, nehmen wir das natürlich gerne an und spielen dann nächstes Jahr Bezirksliga. Seit 4 Jahren spielst du mittlerweile bei Heidgraben. Was zeichnet denn euren kleinen Verein aus? Ja, also auszeichnen tut uns eigentlich das, dass wir seit ungefähr 4 Jahren immer mit den oder immer den gleichen Kern in der Mannschaft haben. Ich sag mal, wir haben immer gut 2, 3 altersbedingte Abgänge, die dann am Ende der Saison mal gehen. Aber ja, wir spielen so seit 4 Jahren eigentlich immer mit dem gleichen Team. So, und das zeichnet uns, denke ich mal, auch aus. Hast du nie Ambitionen gehabt, auch höherklassig zu spielen? Ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Tore schießt, dass man auch Anfragen hat von anderen Vereinen. Ja, Anfragen gibt es eigentlich jedes Jahr. Aber ja, wie gesagt, ich fühle mich ziemlich wohl in Heidgraben, spiele mit meinen Kumpels und wenn wir jetzt aufsteigen, spiele ich ja auch Bezirksliga und reicht ja eigentlich auch. Was ist eigentlich typisch Philipp Schümann? Ja, typisch Philipp Schümann ist, weiß ich nicht, vor dem Fernseher ausrasten, wenn Bayern ein Tor schießt. Du hast ja auch ein Trikot mitgebracht. Ja, erzähl genau. Aber kurz, von wem ist das Trikot? Ja, das ist ein Trikot von Thomas Müller. Und ja, das habe ich mitgebracht, weil mich viele Mannschaftskollegen halt beim Training immer darauf ansprechen, dass ich manchmal auf dem Platz so Sachen mache, so komische Sachen wie Thomas Müller, die es eigentlich gar nicht gibt. Und ja, ein paar Gegenspieler aus anderen Mannschaften haben auch schon zu mir gesagt, dass ich so ein bisschen aussehe wie Thomas Müller. Genau zu dem Thema haben wir jetzt eine kleine Überraschung vorbereitet, einen kleinen Videogruß für dich. Wir hören einmal rein, dann können wir kurz drüber sprechen. Ja, okay. Moin Schümann, kleine Überraschung hier. Hoffe, alles ist gut bei dir. Danke nochmal für die beiden Tore, Freitag gegen Leeds. Ganz wichtiges Spiel. Kannst du noch mal kurz erzählen, bei den wichtigen Spielen von Bayern, zum Beispiel Champions League Finale gegen Dortmund 2013 oder so und jetzt gegen Juve, kannst du da noch mal erzählen, was du da so machst, wie du abgehst? Bis dann. Ja, das war unsere kleine Überraschung. Dennis Malisch, seit 10 Jahren sind Philipp und er ziemlich beste Freunde und er ist auch dein Teamkollege beim Heidgrabener SV. Worauf hat er da angesprochen? Wie gehst du ab, wenn da so wirklich wichtige Spiele von Bayern sind? Ja, angespielt hat er ja aus Champions League Finale gegen Dortmund. Was ist da passiert? Ja, also ich lag da so auf dem Boden, auf dem Sitzsack. Ich habe immer so einen Sitzsack, wo ich mich dann reinlege. Und ja, beim 2-1 dann, kurz vor Schluss, dann bin ich aus dem Sitzsack halt gesprungen und bin ich irgendwie so komisch mit dem Fuß an dem Sitzsack hängen geblieben und bin dann gegen unsere Glastür gestolpert und dann ist die Glasscheibe halt runtergerutscht und die war dann kaputt. Wo treibst du dich eigentlich rum, wenn du nicht Fußball spielst? Was machst du so in deiner Freizeit? Ja, in meiner Freizeit mache ich eigentlich immer viel mit Freunden, arbeite halt unter der Woche,
komme abends nach Hause und ja, meistens geht es dann halt zum Training. Vom Beruf bist du was? Ich bin Industriekaufmann. Mhm. Und habe eine C-Jugend in Heigraben, die ich trainiere. Mhm. Und ja, das sind auch so meine Hobbys nebenbei. Danke für den Besuch. Du gehst natürlich mit leeren Händen nach Hause. Wir haben einen kleinen Becher für dich vorbereitet von unserem Partner X-Tipp. Dann vielleicht für den Uso oder das Glückswasser, damit es dann auch weiterhin klappt mit den Toren. Ja, danke schön. Alles, alles Gute. Schieß weiterhin viele Tore auf jeden Fall. Und ja, vielleicht klappt es ja mit dem Aufstieg. Ja, hoffe ich mal. Dankeschön. Ja, danke auch.